Fabio De Masi hielt schon vor 5 Jahren im Bundestag eine Rede, wo er erklärte, wie Macron und Merkel das vereinte Europa zerstören. Ja, und was er damals für Argumente vorgebracht hat, das schauen wir uns jetzt an, denn Fabio De Masi ist einer der führenden Europapolitiker des Bündnis Sahra Wagenknecht. Und deswegen dachte ich, wäre es eine gute Idee, sich mal mit seinen vergangenen Positionen zu beschäftigen. Gestern war Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Bundeskanzlerin Madame Nord. Und Frau Merkel verkündete die Idee, ein neuer Stuhlkreis der Wirtschafts- und Finanzminister von Peter Altmaier mit Olaf Scholz. Wenn das Ihr Aufbruch für Europa ist, dann wecken Sie mich bitte auf bei der Endstation. Vielleicht sollten Sie Ihr Regierungsprogramm von daher umbenennen mit dem Schlafwagen durch Europa oder gegen die Wand. Die Euro-Krise ist nicht vorbei, vor allem im Portemonnaie von Millionen beschäftigten Rentnern und Arbeitslosen in Europa. Deutschland verkauft aufgrund seiner unzureichenden Investitionen und seiner unzureichenden Lohnentwicklung immer mehr und billiger ans Ausland, als es von dort einkauft. Unsere Handelspartner in der Eurozone können sich nicht mehr durch die Abwertung ihrer Währung. Dann war gerade einer im Chat fragt, BSW hat sich schon zu Migration geäußert, sowohl Sahra Wagenknecht als auch Amira Mohamed Ali. Da können wir uns auch gleich nochmal was ansehen. Ich kann mir das auch immer wieder ansehen. Dagegen wehren, denn die ist der Euro. Deutschland hat einen Leistungsbilanzüberschuss von 8% des Bruttoinlandsproduktes. Für die Eurozone sind es mittlerweile 4%. Und daher drohen neue Schuldenkrisen. Denn wenn ich immer mehr verkaufe als von anderen einkaufe, müssen die bei mir anschreiben. Ja, oder im Fall der Eurozone, wenn die so hohe Leistungsbilanzüberschüsse macht, dann bedeutet das irgendwo Leistungsbilanzdefizite. Irgendwo anders auf der Welt. Das können irgendwelche armen Schwellenländer sein, die dann häufiger in Schuldenkrisen geraten, was auch nicht gut ist, gefährdet die globale Finanzstabilität. Oder es bedeutet höhere Leistungsbilanzdefizite in großen Ländern wie den Vereinigten Staaten, die sich sehr wohl wehren können. Was meint ihr, warum war Donald Trump kurz davor, einen großen Wirtschaftskrieg gegen die Europäische Union zu führen? Also ganz einfach, weil wir Europäer die USA am Handel über den Tisch gezogen hatten. Donald Trump hatte mit seinem Argument, dass die USA am Handel dauernd verlieren, dass sie deindustrialisiert werden, weil sie dauernd, weil sie von anderen Handelspartnern quasi wegkonkurriert werden. Damit hatte er völlig recht. Er hatte nicht recht damit, dass er da vor allem auf China draufgegangen ist. Also wenn er gegen irgendwen Handelskrieg hätte beginnen sollen, denn eher gegen Japan und viel eher gegen die Europäische Union. Also die EU ist wirklich einer der brutalsten Merkantilisten in der internationalen Handelspolitik. Eines der Wirtschaftsräume, die wirklich am brutalsten auf Leistungsbilanzüberschüsse setzen. Und das eben, weil die Binnenwirtschaft sich so schwach entwickelt hat, weil wir Sparpolitik gesetzt haben, weil der Euro viel zu schwach ist, also hat mehrere Gründe, aber auf jeden Fall, weil wir halt für unser Wachstum auf Leistungsbilanzüberschüsse angewiesen sind, weil die Staaten nicht genug investieren. Die Unternehmen sparen, die privaten Haushalte sparen und die Staaten, die sollen durch die Maastrichter Verträge auch sparen. Also wer füllt diese Lücke? Ja, das kann letztlich nur das Ausland machen. Und das ist halt brandgefährlich. Also man sollte ungefähr eine ausgeglichene Leistungsbilanz anstreben. Und erst recht für so einen gigantischen Wirtschaftsraum wie die Europäische Union und auch die Eurozone gilt das. Also da hat De Masi hier völlig recht. Also das ist gefährlich. Wie gesagt, bei Schwellenländern, da führt das zu Finanzkrisen. Und große Länder wie die USA, die fangen eben irgendwann an, sich zu wehren. Also wir haben wirklich Glück gehabt, dass Donald Trump damals aus geopolitischen Gründen vor allem gesagt hat, er beginnt einen Handelskrieg gegen China und nicht, er beginnt einen Handelskrieg gegen die EU. Denn wenn man sich die reinen Wirtschaftskennzahlen anguckt, wirklich die Handelspolitik, die aktiv betrieben wurde, dann hätte es viel mehr Gründe für einen Handelskrieg gegen die EU gegeben, als für einen gegen China. Also wenn man sich das rein wirtschaftlich angeguckt hätte und den geopolitischen Faktor ausgeklammert hätte. Also das muss uns allen klar sein. Wir sind zu einem großen Handelskrieg wirklich nicht durch eigene Klugheit entgangen, sondern mehr, weil die US-Neokons so eine Phobie gegenüber China haben. Die Weisheit von Gary Lineker, Fußball ist, wenn 22 Leute dem Ball hinterherrennen und am Ende gewinnt Deutschland, ist ein denkbar schlechter Ratgeber für eine Währungsunion. Der Handelsstreit mit den USA schwelt deswegen weiter. Die Konjunkturdaten, die jüngsten, weisen abwärts. Und dem Finanzminister, der heute nicht da ist, fällt dazu nur ein, die schwarze Null. Die Europäische Zentralbank hat die Finanzmärkte mit viel billigem Geld stabilisiert. Aber das billige Geld kommt aufgrund der Kürzung von
Löhnen, Renten, öffentlichen Investitionen nur auf den Börsen, nicht in der realen Wirtschaft an. Und daher drohen uns neue Finanzkrisen. Die Eurozone würde etwa eine Krise des italienischen Bankensektors nicht überleben. Nun herrscht ein Streit zwischen Berlin und Paris über den Europäischen Währungsfonds. Dieser soll Euro-Staaten in einer Krise unterstützen und auch ein doppeltes Netz für die Banken schaffen. Der ESM war ja faktisch eine Bankenrettung. Gerettet wurden nicht griechische Krankenschwestern oder irische Rentner. Ja, absolut. Die Staatsschulden, die Griechenland hatte, wurden von der Privatwirtschaft hin zu den Staaten transferiert. Das heißt, man hätte auch einfach sagen können, okay, für die Schulden, da lassen wir jetzt die Hälfte einfach ausfallen. Die Rechnung bezahlen halt die Banken. Dann wären Banken wie die Deutsche Bank, die enorm damit gezockt hatten, halt in Probleme geraten. Hätte man auch machen können. Aber nein, man hat gesagt, wir übernehmen die griechischen Staatsschulden und bürden Griechenland jetzt brutale Sparprogramme auf, die die dortige Wirtschaft zerstören und die Zurückzahlung der Schulden noch unwahrscheinlicher machen. Also da hat man wirklich dem Finanzkapital es eröffnet, sich die griechische Wirtschaft billig unter den Nagel reißen zu können. Wovon dann paradoxerweise auch chinesische Investoren profitiert haben damals. Das Motto heißt jetzt, Reiders heißt jetzt Twix, der ESM soll in ein EWF überführt werden und die Linke ist selbstverständlich für die parlamentarische Kontrolle des Europäischen Währungsfonds. Aber viel wichtiger als der Streit über die Rechtsgrundlage ist doch... Selbstverständlich, also dass man immer mehr von diesen Töpfen... Fabio De Masi ist das, weil gerade einer fragt, das ist der führende Finanz- und Europapolitiker des Bündnis Sahra Wagenknecht. Diese Rede hier schon vor 5 Jahren gehalten. Wir schauen sie uns jetzt mal an, um mit seinen Positionen mehr vertraut zu werden, damit wir einen guten Überblick behalten, welche Leute im Bündnis Sahra Wagenknecht da oben stehen, welche Leute, also was wir von diesem Bündnis zu erwarten haben. Ich meine, wenn die jetzt eine Menge Idioten aufgestellt hätten, dann wäre es problematisch, aber wenn die solche kompetenten Leute wie Fabio De Masi aufstellen, die wirklich Ahnung haben, wovon sie reden, dann ist das eine sehr gute Nachricht. Doch was wir mit diesem Europäischen Währungsfonds eigentlich anfangen wollen. Und hier herrscht ja tatsächlich Einigkeit zwischen Herrn Macron und Frau Merkel. Herr Macron möchte wie in Deutschland eine Agenda 2010 in Frankreich mit der Kürzung von Löhnen und Renten durchsetzen. Und dafür braucht er etwas Taschengeld, damit die Wirtschaft nicht abschmiert. Frau Merkel möchte, dass er diese Agenda 2010 in Frankreich durchsetzt, aber möglichst nicht das Portemonnaie öffnen. Wozu braucht man aber eigentlich einen Währungsfonds? Üblicherweise. Was völlig idiotisch ist. Also die Agenda 2010 hat in Deutschland nur funktioniert, weil die anderen europäischen Länder dann Leistungsbilanzdefizite gemacht haben. Also es können nicht alle irgendwer muss Leistungsbilanzdefizite machen. Und die Idee, dass die gesamte Eurozone so Leistungsbilanzüberschüsse in deutscher Höhe haben könnte, also so zwischen 7% und 10% des Bruttoinlandsprodukts oder zwischen 7% und 9% des Bruttoinlandsprodukts, das ist völlig irre. Also dann haben wir wirklich einen Handelskrieg mit großen Teilen der Welt. Das lässt sich kein anderer großer Wirtschaftsraum gefallen. Also dann ziehen alle ihre Zollschranken hoch und werten ihre Währung ab. Also das ist keine vernünftige Politik. Wir brauchen endlich staatliche Investitionen. Wir brauchen die Aufhebung, die Streichung der Maastrichter Schuldenregeln oder zumindest deren Reform. Also das wäre das Allermindeste, wofür sich eine neue Wagenknecht-Partei einsetzen sollte. Oder eventuell eine Abwicklung des Euro. Wenn man das Ding nicht reformieren kann, dann weg damit. Braucht man einen Währungsfonds bei Devisenmangel. Wenn beispielsweise Brasilien zu viel importiert, die Währung, der brasilianische Real... Weil gerade einer schreibt, wählt doch AfD. Nein, die AfD, die hat keinen Plan, was nach dem Euro kommen soll. Also was passiert, wenn wir jetzt die D-Mark wieder einführen und der Euro auseinanderbricht? Alle führen ihre nationale Währung wieder ein. Carry Trader können alle Währungen hoch und runter treiben und hat keine Verhältnisse mehr, wie gehandelt werden kann. Also warum hat man den Euro denn eingeführt? Das Währungssystem, das hat doch vorher nicht perfekt funktioniert. Man hatte vorher den EQ. Und da haben sich alle mehr oder weniger an D-Mark gehalten. Also das hatte doch Gründe, dass man den Euro, dass man sich gedacht hat, okay, könnte doch sinnvoll sein, dass wir gleich eine eigene Währung schaffen, wenn wir uns am Ende eher an die D-Mark halten müssen. Wäre vermutlich im Rückblick besser gewesen, wenn man den EQ beibehalten hätte, aber das fordert die AfD ja nicht. Die AfD fordert ja einfach Wiedereinführung der D-Mark und völlig freischwankende Wechselkurse. Aber diese völlig freischwankenden Wechselkurse, die sorgen dafür, dass kein Unternehmen mehr vernünftig planen kann. Das wird zu einem Einbruch der Investitionen führen. Es wird dazu führen, dass bestimmte Länder noch viel größere Probleme bekommen, als sie sie gerade haben. Es wird dazu führen, dass vor allem die deutsche Exportindustrie enorm unter Druck gerät. Also selbst wenn man es schafft, zu stabilen Wechselkursrelationen zu gelangen, würde die D-Mark erstmal Dollar aufwerten, weil wir eben so hohe Leistungsbilanzüberschüsse haben. Also
Man muss den Euro vernünftig und sinnvoll abwickeln, wenn man ihn abwickeln will. Also wie gesagt, man könnte ihn meiner Meinung nach reformieren. Wäre zwar sehr, sehr kompliziert, aber man sollte es erstmal versuchen. Aber man kann nicht einfach sagen, so, wir führen die D-Mark wieder ein, alles gut. Nee, nicht alles gut. Man braucht einen Plan für die Zeit danach. Man kann nicht einfach sagen, wir führen die D-Mark wieder ein und dann wird das schon. Das passiert nicht von selber. Da braucht man wirklich einen gesamten Plan fürs gesamte Währungssystem. Abwertet und sie sich keine Dollar mehr leisten können, dann soll ein Währungsfonds helfen, bis die Wirtschaft wieder im Lot ist. Aber ein Land kann in eigener Währung niemals pleite gehen, denn dafür gibt es eine Zentralbank. Das Problem der Eurozone ist aber nicht der Mangel an Devisen, an US-Dollar, sondern dass die EZB sagt, wenn ihr in einer Krise die Löhne oder Renten nicht kürzt, akzeptieren wir eure Staatsanleihen nicht und drehen euch den Geldhahn. Das ist unfassbar. Also eine Institution ohne demokratische Legitimation wie die EZB mischt sich damit indirekt in die Politik Nationalwirtschaften ein. Und was noch skandalöser ist, sie verlässt sich dabei auf das Urteil privater amerikanischer Ratingagenturen. Also irgendwelche Ratingagenturen, die eng mit Hedgefonds verzahnt sind. Also das US-amerikanische Finanzkapital darf darüber entscheiden, welche Wirtschaftspolitik hier in Europa gemacht wird. Also, wie krank ist das? Das ist die Situation, in der wir hier leben. Ein EWF macht daher nur Sinn, wenn er über eine Banklizenz verfügen würde und sich bei der EZB refinanzieren könnte, um öffentliche Investitionen zu unterstützen. Sonst würde er in einer Krise von Hedgefonds wieder sturmreif geschossen werden, ohne eine solche Garantie. Bei einer Krise von Megabanken wie der Deutschen Bank, die immer noch zu groß und zu vernetzt zum Scheitern wäre, wäre der EWF schnell nackt. Deswegen, weil jetzt gerade einige im Chat schreiben, ja, ich weiß, dass das in den USA institutionalisiert ist. Ich meine, die Fed ist ja sogar, die Fed ist ja sogar privat, die ist ja sogar mit dem Finanzkapital noch viel enger verzahnt als die EZB. Die EZB ist das natürlich auch so über personelle Verflechtungen, über das Regelwerk, über alles Mögliche, hat man in der letzten Reaktion schon geklärt, dass die Banken an der Staatsfinanzierung mitverdienen, was auch ein Skandal ist. Die EZB könnte die Staaten auch direkt finanzieren ohne Problem. Aber es ist nun mal so. Und da brauchen wir vernünftige Reformen. Und da müssen wir halt darüber diskutieren, wie könnten diese Reformen aussehen. Und wenn ich sage, ja, wir führen die D-Mark wieder ein und sonst lassen wir alles so, wie es ist, der Markt regelt das. Nein, der Markt regelt nichts. Der Markt regelt die Profite des Finanzkapitals. Der Markt regelt nicht, dass die Wirtschaft insgesamt wächst. Der Markt regelt nicht, dass, wenn die Wirtschaft wachsen sollte, dass dann bei den unteren 99% was ankommt oder dass die Industrie sich entwickeln kann. Der Markt regelt, wie gesagt, nur die Profite des Finanzsektors. Das ist das Einzige, wofür der Markt zuverlässig sorgt. Für alles andere braucht man einen vernünftigen Plan. Deswegen muss Schluss sein mit einem Bankensektor, der die Steuerzahler immer wieder erpressen kann. Und wir müssen Megabanken wie die Deutsche Bank aufspalten. Das ist ein guter Vorschlag. Aufspaltung großer Banken. Trennbankensystem. Investmentbanking vom normalen Bankgeschäft trennen. Investmentbanking, das ist Zockerei, zumindest teilweise. Und ja, wenn die Banken dadurch in Schwierigkeiten geraten, dann sollen sie auch pleite gehen können. Normales Bankgeschäft, das ist, solange keine große Wirtschaftskrise passiert, relativ sicher. Das sollte deswegen vom Investmentbanking getrennt werden. Normales Bankgeschäft, also Kredite vergeben, Kundeneinlagen aufbewahren. Das ist wichtig. Also solche Banken, die vor allem, wenn sie groß sind, die kann man nicht so einfach pleite gehen lassen. Aber Investmentbanken, wenn die nur Investmentbanking machen, das kann man ohne Probleme pleite gehen lassen. Irgendwelche Wetten auf den Finanzmärkten platzen, ja, dann platzen die halt. Das ist nicht so schlimm. Wenn für mittelständische Unternehmen plötzlich ganz viele Kredite ausfallen oder sie keine Kredite mehr erhalten oder plötzlich Billionen Euro an Kundeneinlagen weg sind, das ist problematisch. Aber wenn ein paar Zocker an der Wall Street, wenn die ein paar Milliarden verlieren, das ist nicht schlimm. Also die können jederzeit ein paar Milliarden verlieren oder gewinnen. Nur deswegen sollte unser Bankensystem nicht in Gefahr geraten. Europäischer Währungsfonds, der am Ende aber nur dafür da ist, weitere Strukturreformen, die Kürzung von Löhnen und Renten durchzusetzen, ist völlig kontraproduktiv. Das ist in etwa so, wie wenn man einem Koma-Patienten Blut abzapft und ihn gleichzeitig künstlich beatmet. Ich fasse zusammen.
Von der Bundesregierung hört man dieser Tage in der Debatte um die Reform der Eurozone nicht viel. Selten war eine Regierung in Deutschland schon bei Antritt so müde und so fertig. Das ist gut für die Opposition, für dieses Land und für Europa ist das eine Katastrophe. Ja, absolut. Also das war Rede kurz nach dem Amtsantritt der Merkel-Regierung, der Großen Koalition 2017. Und diese Regierung war ja auch letztlich eine Katastrophe. Das kann jeder bestätigen. Das war Fabio De Masi. Guter Mann, ist jetzt beim Bündnis Sahra Wagenknecht. Ihr merkt, er hat es schon damals drauf. Er wird auch heute wirklich, wirklich gute Wirtschafts- und Finanzpolitik ins Europaparlament bringen, wenn er dann fürs BSW dahin einzieht. Also wir können gespannt sein. Deswegen lohnt sich das, glaube ich, auch auf alte Reden von ihm zu reagieren, weil er einer der wenigen ist, der damals auch schon die Eurokrise verstanden hat.